willkommen zu einem Neuzugänge-Video, nenne ich es mal. Es ist kein Unpacking, weil ich habe die Sachen schon ausgepackt, weil ich sie in den letzten 2 Monaten zusammengesammelt habe und sie jetzt verstreut in meinem Regal rumliegen. Und ich werde sie jetzt einfach alle einzeln hier aufsammeln und euch zeigen und danach in meine Statistik einpflegen und ins Bücherregal einsortieren. Das mache ich immer so, wenn ich neue Bücher habe. Ich lege sie dann einfach hier so vor. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber... Da liegen sie überall. So, fangen wir an. Mit dem ersten Stapel ganz von links. Also es ist natürlich überhaupt nicht chronologisch oder sonst irgendwie was. Ich zeige euch jetzt einfach, was ich bestellt habe. Die sind nicht alle bestellt. Ein paar habe ich aus einem Sozialkaufhaus, das es hier gibt. Ein paar habe ich secondhand gekauft, hier in Hannover. Ein paar habe ich in so einer Art... Ach, wie beschreibe ich denn das? Naja, es gab hier so... Also es löst sich gerade auf, jetzt... In 5 Tagen, glaube ich, gibt es das Kaufhaus gar nicht mehr. Es ist ein Kaufhaus, wo man ein Regal mieten kann und da kann man seine eigenen Sachen da anbieten. Also quasi wie ein Flohmarkt, wo man nicht anwesend sein muss. Ich kann das nicht besser erklären. Auf jeden Fall sind die kurz vorm Schließen und da war ich dann und habe auch ein paar Bücher gekauft. Zum einen habe ich mir besorgt, das ist von Reba, sehe ich gerade am Aufkleber, von Thomas Hardy Tess. Ich habe das noch nicht gelesen und wollte es unbedingt haben. Es ist leider eine normale Taschenbuchausgabe. Ich hätte es gerne in dieser... Ah, diese haptisch so toll gemachten Softcover-Version. Ich weiß nicht, wie die heißen, wenn die diesen tollen leinenumschlagenden Einband haben. Ist ja im Grunde doch ein Hardcover, weil es kein Taschenbuch ist, aber kein hartes Hardcover. Wisst ihr, was ich meine? Egal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt in dieser Version sehr, sehr günstig bekommen und ich dachte, ich lese es erstmal und schaue dann, ob ich es noch in einer anderen Version brauche. Es kommt mir nämlich darauf an, wie zerschunden sieht es denn aus, wenn ich es gelesen habe. Dieser Zustand ist unfassbar gut. Also hier ist gar nichts dran. Minimale kleine Fältchen, also habe ich immer sehr, sehr vorsichtig gelesen. Dann noch ein bisschen Arthur Schnitzler. Wer meine letzten Videos gesehen hat, weiß, dass ich da gerade so eine kleine Phase durchmache. Einmal der blinde Geronimo und sein Bruder. Kann ich euch nichts drüber sagen, habe ich nicht gelesen. Dann Casanovas Heimfahrt und der wurde verfilmt. Und ich meine, das Foto hier drauf ist auch aus der Verfilmung. Und dann die Traumnovelle und andere Erzählungen. Und was ich so schön finde, es ist eine Fischer-Klassik-Ausgabe, ist, dass das Bild hier drauf von Gustav Klimt ist. Und es heißt Der Kuss. Und ich liebe Gustav Klimt. Ich habe ein ganz, ganz großes Gustav Klimt-Bild in meinem Wohnzimmer. Und mein Portemonnaie ist auch von Gustav Klimt, weil ich das einfach so, so schön finde, welche Farben er benutzt und welche Rolle die Frau in seinen Bildern spielt. Ja. Was Gustav Klimt jetzt mit Arthur Schnitzler zu tun hat, außer dass sie in der gleichen Epoche ungefähr gelebt haben, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch raus in dem Buch. Der nächste Stapel habe ich mir einmal besorgt, weil Anne da so geschwärmt hat vom Kanal Literaturlärm, von Paul Celan, die Niemandsrose Sprachgitter-Gedichte aus dem Fischer Verlag. Ich weiß nicht, ob das für das erste Paul Celan-Lesen die richtige Wahl ist, aber... Das gab es und ich habe dann an Anne denken müssen und dachte, Mensch, ich versuche es einfach mal, es ist bewältigbar. Es hat einen total kreativen Kaffeefleck, ich hoffe, es ist Kaffee, hier hinten drauf, der irgendwie so genial gefallen ist, dass ich ihn, glaube ich, gar nicht so schlimm finde. Dann von Stendhal über die Liebe, weil ich einfach noch nie was von Stendhal gelesen habe und ich meine, Nietzsche ihn ein paar Mal erwähnt hat und ich ihn auch in anderen Kontexten gehört habe und ich möchte unbedingt was von Stendhal lesen. Dann, für mich ungewöhnlich, ich glaube, es ist Fantasy von Neil Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße. Ich kann euch nicht sagen, was das mit mir und Neil Gaiman ist, aber seine Bücher reizen mich. Ich habe noch keines gelesen, aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, also sie sind auch so toll aufgemacht irgendwie, denke ich, ah, einmal Neil Gaiman versuchen, habe ich jetzt die Gelegenheit zu. Weiter geht's, völlig unsortiert, Arthur Schnitzler, Der einsame Weg. Und nochmal Neil Gaiman, Coraline. Und von Coraline sah ich den Film und fand ihn unglaublich verstörend. Also den fand ich wirklich schlimm. Ich fand den auch überhaupt nicht für Kinder geeignet. Allein diese Sache mit den Augen, okay, aber ist ganz subjektiv. Ich bin auch ein kleines Angsthäschen, was Filme angeht. Also Horror ist ja eh nicht meins. Und trotzdem wollte ich das Buch lesen, weil ich die Geschichte so gut finde. Also sie hat wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Und habe es in dieser besonderen Ausgabe gefunden. Ich weiß gar nicht, was da so hintersteckt. Ich muss mal gucken. Im Englischen und möchte mich daran trauen. Ist auch nicht so dick. Mal gucken. Dann von Peter Gay. Von Peter Gay habe ich schon die Sigmund Freud Biografie hier. Und der soll ganz tolle Biografien machen. Deswegen habe ich mir von ihm auch das Zeitalter des Dr. Arthur Schnitzler geholt.
Innenansichten des 19. Jahrhunderts. Tolles Buch, finde ich. Im Hardcover, toller Zustand. Ich weiß gar nicht mehr, 2-3 Euro oder so bei Rebuy. Und da kam ich drauf durch Ganze. Das ist eine Zuschauerin und Freundin von mir. Die liest gerne türkische Literatur und hat mir von Rafik Shami erzählt. Rafik Shami. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und da gibt es eine Graphic Novel, Eine Hand voller Sterne. Ich denke, es ist eine Graphic Novel. Ich bin immer unsicher, ob Graphic Novel oder Comic. Kann mir einer den Unterschied erklären? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dieses. Ich finde, es sieht total schön aus. Und habe es noch nicht gesehen. Also ich habe es mir noch nicht angesehen. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Das wird dann noch kommen. Weiter geht's. Trommelwirbel mit Arthur Schnitzler. Die Ehrfurcht vor... Ach Quatsch. Albert Schweitzer. Da habe ich ein A gesehen und war schon bei Arthur Schnitzler. Die Ehrfurcht vor dem Leben. Da habe ich mal einen Auszug draus gelesen und fand es so schön, dass ich mir das Buch unbedingt dazu holen wollte. Dann ein ganzer Schwung Reklam. Und zwar einmal von Kafka, Die Verwandlung. Ja, ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen. Ich weiß, einige sind total begeistert, vor allem Sophie, meine ich, von Kanna Verstand. Aber ich kam noch nicht dazu und jetzt habe ich die Gelegenheit. Dann von Frank Wedekind, Der Marquis von Keith. Frank Wedekind hat Frühlingserwachen geschrieben, für die, die das nicht wissen. Es ist ein unwahrscheinlich tolles Stück. Von ihm habe ich mir jetzt auch geholt Lulu. Das wurde auch verfilmt, habe ich aber nicht gesehen. Dann Ludwig Tieck, Die verkehrte Welt. Also ihr merkt schon, ich belese mich um die Jahrhundertwende 1900, 1800 und möchte da einen umfassenderen Eindruck haben von der Literatur, da das ja mein weiteres Studium prägen wird. Noch mehr Ludwig Tieck, Der blonde Eckberg und Der Runenberg. Kennen bestimmt viele aus der Schullektüre. Und dann Des Lebensüberfluss, auch von Ludwig Tieck. Und von ihm ebenfalls Franz Sternballs Wanderungen. Ein ganz schön dickes Buch für so ein Reklam. Weiter geht's. Dann fand ich im Bücherkasten Unten am Fluss Watership Down von Richard Adams. Ich weiß noch, dass mich der Film völlig geschafft hat. Ich habe so geweint damals, als ich ihn gesehen habe. Es gibt eine Zeichentrickverfilmung, die ist unglaublich schön gemacht. Und ich habe 2 Bücher bekommen auch in so einem Secondhand-Laden hier in Hannover von Milan Kundera, von dem ich immer noch nichts gelesen habe. Ja, man möchte ja trotzdem die Bücher im Schrank haben. Und zwar einmal das Buch der lächerlichen Liebe. Das ist dieses. Ein bisschen vergilbt, aber das macht gar nichts. Und Der Scherz. Das habe ich, glaube ich, gerade bei Sarah gesehen, vom Bookmarkt. Ich bin mir nicht sicher. Aber die beiden habe ich jetzt im Hardcover. Da freue ich mich sehr drüber. Nein, wir sind noch nicht fertig. Bald. Nochmal Frank Wedekind, Frühlingserwachen, habe ich bereits gelesen. Hatte ich mir aber nochmal im Reklam geholt, weil wir hatten das als Text ausgedruckt bekommen von der Dozentin. Hugo von Hoffmannsthal, Jedermann. Und dann auch im Secondhand-Laden, da war ich total von den Socken. Ihr wisst, ich bin nicht so die größte Freundin von Goethe, aber man kommt nicht drum rum und ich möchte die Sachen tatsächlich gelesen haben, einfach um mitsprechen zu können, um die Einflüsse erkennen zu können, die Intertextualitäten und so weiter. Und ich bekam Dichtung und Wahrheit in einer wunderschönen zweibändigen Ausgabe für 4,80 Euro. Beide zusammen. Total schön. Der letzte Stapel. Auch aus diesem Second-Hand-Kaufhaus, was sich da aufgelöst hat. Einmal von Balzac. Toll, dreiste Geschichten. Mit Illustrationen von Gustave Doré. Kenne ich nicht. Im Diogenes Verlag. Dann Flaubert Briefe. Madame Bovary steht hier noch ungelesen im Regal. Und von Boccaccio Meistererzählungen. Und zu guter Letzt Friedrich Schiller Gedichte. Habe ich zwar schon einige Ausgaben von hier, aber Fischer Klassik kriegt mich jedes Mal wieder. Ich finde diese Ausgaben so unwahrscheinlich schön. Das waren sie, meine Neuzugänge der letzten 2 Monate. Wenn für euch was dabei war, schreibt mir was dazu in den Kommentaren. Wenn ihr was gemeinsam lesen wollt und ein bisschen Geduld habt, weil ich habe viel aufzuholen gerade, dann lasst mich das auch wissen in den Kommentaren. Ich freue mich super über Austausch. Schreibt was, lasst was da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!